Ja, einen wunderschönen guten Mittel und herzlich willkommen zurück bei dem Lindemanns Rennt. Wir machen weiter mit dem Podcast Leben mit Hass. Letzte Folge ging es so um ja, so seine privaten Geschichten, so in den Jahren zwischen 7 und 10, irgendwie roundabout. Ja, wenig Freunde und auch die haben mich noch verarscht und Palaver-Konfetti, also sehr viel Wiederholung, viel Blabla, 18 Minuten, hohle Luft. Hohle Luft? Hohle Luft? Heiße Luft. Heiße Luft, hohles Geblubber. So wird ein Schuh draus. Ja, jetzt dritte Folge. Trägt den Titel Schule und Hort. Langsam geht mir die Thematik auf den Sack. Übrigens, Folge 4 sehe ich gerade, heißt Rückblick auf die Schule. Also, komm, was soll das, ne? Geh mal Gas. Richtig. Metal-Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich bin ein bisschen krank übers Wochenende geworden. Deswegen gab es auch keinen Livestream. Ich bin auch echt fertig mit der Welt gerade, aber ich wollte jetzt am Montag heute auf jeden Fall den Podcast hochladen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Und heute im Podcast geht es ja nochmal um die Schule. Dieses Mal um die dritte, vierte und fünfte Klasse, beziehungsweise dritte bis sechste Klasse, weil ich ja die erste und die zweite in 3 Jahren gemacht habe in Dietersheim und nach Bad Windsheim dann gekommen bin. Hätte ich eigentlich in die Hauptschule nach Holzkirchen gesollt, aber weil ich da leider nicht die erforderlichen Noten bekommen habe. Ist ja das nicht mal auf der Dulli-Schule die Noten für. Also wirklich. Komm. Oder meine Mutter sich nicht zugetraut hat, dass ich dahin kann. Ja, weil die konnte das wenigstens einschätzen im Gegensatz zu dir, da bin ich mir relativ sicher. Wie auch immer, haben sich dann geweigert, mich in die Schule nach Amskirchen zu verfrachten. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist am Ende auf jeden Fall dann so gewesen. Ich würde jetzt aber erst einmal anfangen, als ich in die Schule gekommen bin, nach Bad Windsheim. Schräger Satzbau. Es ist dann auf jeden Fall so gewesen. Ich würde dann auf jeden Fall erstmal anfangen. Es gibt da eigentlich keine sonderlich interessante Geschichte dazu. Super, Folge vorbei. Dankeschön. Warum nimmst du denn hier eine. Ich verstehe es nicht. Der Ding hat 33 Minuten. Es gibt eigentlich keine Geschichte dazu. Ja, warum nimmst du dann eine Podcast-Folge dazu? Es ist unglaublich. Im Gegenteil, es ist eigentlich tatsächlich sogar eher so, dass es recht langweilig ist. Ich weiß noch, dass ich zwischen der Schule in Diedersheim und Bad Windsheim irgendwann mal auf meinem Bett gesessen war, in meinem Zimmer, und die Mappe in der Hand hatte, wo ich versucht habe durchzulesen, was da los ist, was da passiert und alles. Ich war damals auch sehr nervös. Die Mappe, was da los ist, was da passiert und alles. Ich habe keine Ahnung, was er meint. Aber er hat versucht, sie durchzulesen. Ja, immerhin. Versuch macht klug. Weil ich mir natürlich damals erhofft hatte, ruhig da reinzukommen. Ich wollte da möglichst keine Probleme, keinen Stress. Hat aber leider nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Denn es sind ein Teil meiner alten Klassenkameraden sind in diese Schule mitgekommen. Das zieht sich ja auch durch sein Leben, ne? Hat aber leider nicht so funktioniert, wie ich das wollte. Also, wie oft ich diesen Satz von dir schon gehört habe, Rainer, werde ich dafür jedes Mal 50 Cent in die Pissbasskasse geschmissen, ne? Wird sich ein Tier haben, aber richtig freuen. Und haben mich in dieser Schule dann weiterhin attackiert und angegriffen. Ja. Es gab zum Glück zwei, drei Leute, die mich dann da kannten, mit denen ich auch halbwegs zurückgekommen bin, die in meinem Bus mitgefahren sind. Ich musste dann aber auch recht früh aufstehen. Das heißt, vorher bin ich um vielleicht 6 Uhr aufgestanden, so bin ich um 5 Uhr aufgestanden, nochmal eine Stunde früher. Immer dann um 5:30 ist, glaube ich, mein Bus gefahren. Also musste ich um 5 aufstehen, dass ich dann rechtzeitig da war und fertig war. Und es war echt ein Problem. Und ich habe da bis heute eigentlich auch nichts Besseres im Kopf, weil ich bin kein Frühaufsteher, noch nie. Ich habe da auch nichts Besseres im Kopf. Ah, schräger Satz, schräger Satz. Ich habe gesehen, ich hatte ein bisschen Dreck unter dem Nagel. Das wollte ich mal schnell wegmachen. Ist mir unangenehm. Entschuldigung. Ja, ich bin auch kein Frühaufsteher. Gewesen. Ich war schon immer ein nachtaktiver Mensch, auch als Jugendlicher. Ich habe abends recht lange gebraucht, um einzuschlafen. Und ich habe morgens recht lange gebraucht, um wach zu werden. Fühle ich. Ich habe auch schon relativ früh angefangen, Kaffee zu trinken. Also schon mit 7, 8, 9 habe ich Kaffee getrunken. Das heißt, ich bin dann eigentlich im Prinzip, als ich in die dritte, vierte Klasse gekommen bin, schon morgens aufgestanden, habe erstmal ein, zwei Tassen Kaffee getrunken. Und meine Mutter hat dazwischendurch mir das Frühstück gemacht.
Ja, Fun Fact habe ich auch. Also, ich glaube jetzt nicht mit 7, 8, 9, aber so mit 10, 11. Habe ich auch mal morgens von der Mutti erstmal Kaffee geholt. Stimmt, habe ich auch mal. Manchmal auch mein Vater später, als ich dann älter wurde, auch ich selbst. Anders als früher in der Schule. Also zugeben, es war mehr Milch als Kaffee, aber doch. War hier der Vorteil oder der Nachteil? Das konnte man sehen, wie man möchte. Mit dem anderen Schulbus fahren musste. Vorher wurde ich ja direkt vor der Haustür abgeholt und meine Eltern waren auch noch zu Hause, als ich abgeholt wurde. Später, als ich dann in der anderen Schule war, war es so, dass ich ab einem bestimmten Zeitpunkt einfach geschafft habe, meinem Weg aus dem, also meiner Schule aus dem Weg zu gehen und gar nicht erst in die Schule zu gehen. Oder ich bin mit dem Bus in die Schule gefahren und bin dann irgendwie durch die Stadt geguckt und habe dann auf diese Art und Weise Schule geschwänzt. Siehst du, Rainer, so funktioniert das mit dem Schuleschwänzen. Nicht versuchen, aus dem Kellerfenster zu klettern. Ne? Gar nicht erst hingehen. Ja, habe ich auch immer wieder gemacht. Ja, ist, mein Gott. Aber ich sag mal, mir hat nicht geschadet. Das heißt, das war für mich immer ein sehr großer Vorteil, weil ich da dann nicht mehr so gebunden war, wie wenn wirklich ein Schulbus mich absetzt und dann der Busfahrer darauf achtet, wo ich hingehe, sondern ich konnte wirklich hergehen und konnte wirklich zur Schule laufen und musste dann da auch noch erst einmal so, keine Ahnung, 500 Meter übers Gelände laufen, dass ich überhaupt in der Schule war, von unserem Busplatz aus, weil wir hatten nämlich neben der Sonderschule, in der ich war, also Förderschule, war daneben noch eine Hauptschule, eine Wirtschaftsschule und noch direkt daneben eine Berufsschule mit einer großen Schwimmhalle und einem großen Sportplatz mit Sporthalle. Man hatte da also wirklich ein riesiges Schulgelände und man ist da relativ leicht an dem Ganzen dran vorbeigekommen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich in die Schule gekommen bin, haben sie zusätzlich noch ein zweites Gebäude gebaut. Achso, es war übrigens noch die sogenannte Franziskusschule daneben. Das ist eine Schule für Menschen mit körperlichen und geistigen Benachteiligungen. Ich konnte dann mich auch leichter von der Schule drücken. Die ersten 2, 3 Jahre habe ich das ganz normal eigentlich ertragen. Was mich aufgeregt hatte, das ärgert mich bis heute, ist, dass ich dann zu meiner Mutter gegangen bin. Nach der Schule, nach dem ersten Tag, gab einen sogenannten Hort. Ich hatte damals keine Ahnung, was das bedeutet. Und habe das meiner Mutter gegeben. Das war einfach so ein Merkblatt, das musste ich abgeben. Ich bereue das bis heute, dass ich das gemacht habe. Dieser Hort hat dafür gesorgt, noch zusätzlich in der Schule bleiben sollte. Ich war früher in der Grundschule auch zeitweise mal in einem Hort, der direkt an die Grundschule angeschlossen war. Ja, Rainer, weißt du, wofür das dient? Das ist so, berufstätige Eltern sind da nicht zu Hause. Und man ist in der Grundschule noch relativ jung. Und dann gibt es die Möglichkeit, seine Kinder nach der Schule noch in den Hort gehen zu lassen, bis man dann von der Arbeit kommt, damit die nicht zu Hause allein rumgammeln und einem versehentlich die Bude anzünden. Dort kann man dann zum Beispiel auch seine Hausaufgaben schon mal machen. Und das dient eigentlich nur, ja, das ist, da wird auf einen aufgepasst und man kann schon mal seine Hausaufgaben machen und so ein Zeug. Und genau, dafür ist ein Hort da. Und ja, auch ich bin dort gewesen, ja. War jetzt nicht sehr traumatisch. Das war für mich damals ein riesiger Albtraum, denn ich hatte nämlich neben den ohnehin schon 6, 7 Schulstunden, die ich da tagtäglich in der Schule war und den 1,5 Stunden Heimweg, den ich hatte und Hat's in der Grundschule 6, 7 Schulstunden? Boah, ihr müsst jetzt mal echt, war das. Echt? War die eher so 5? Oh, ist jetzt echt lange her, ne? Möchte jetzt auch keinen Schluss reden, ne? Aber das hat sich doch mit der weiterführenden Schule dann. Also, gut, aber du warst ja irgendwie vierte. Das ist doch keine weiterführende Schule. Also, irgendwie in deinem komischen Schulsystem ist irgendwas ganz merkwürdig. Schulweg. Ich war also zwischen 8 und 9 Stunden unterwegs für die Schule. Und dann hatte ich aber nach der Schule zu dem Zeitpunkt nochmal zusätzlich Schule. Ich habe mich damals Nee, das ist Horror, das ist keine Schule. Das ist ein Unterschied. echt betrogen gefühlt, weil für mich hat sich das angefühlt, als wäre ich abgeschoben. Naja, nee, ja, aber das ist abgeschoben. Es ist auch, also, weißt du, Eltern haben ja eine gewisse Aufsichtspflicht. Und wenn die nicht zu Hause sind, weil die arbeiten müssen, und da kommt der Bengel aus der Schule und ist dann noch 2, 3 Stunden allein zu Hause, da ist er ziemlich essig mit der Aufsichtspflicht.
Und damit du daheim nicht den Hof anzündest, bist du ein Häuptlinger. Ich war ja in keinem Gymnasium, ich war in keiner Realschule, in so einer Privatschule, wo ich auch in der Schule lebe. Du meinst Internat? Du warst nicht in dem Internat. Sondern ich war in einer ganz Ach normalen so. Schule, wo man Ach so, du warst weder dort noch dort noch dort. Okay, ja. 6 Stunden hat und dann nach Hause darf. In der Schule 6 Stunden und dann nochmal 5 bis 6 Stunden zusätzlich im Hort. Weißt du, du hattest also 6 Stunden Schule und dann nochmal 6 Stunden zusätzlich im Hort. Das heißt, du hast 12 Stunden. Call the Bullshit. Da hat man dann Frühstück, also hat man dann Mittagessen gekriegt, dann hatte man Schulaufgaben zu machen. Ja, konntest du das schon mit deinen Hausaufgaben machen. So richtig. Und hatte noch verschiedene andere Aktivitäten. Im Prinzip waren wir halt den ganzen Tag in der Schule. Nee, Hort ist keine Schule. Von morgens bis abends. Und das war für mich die absolute Hölle. Ich habe mich dann total ungeliebt gefühlt. Hab Fun Fact, du bist total unbeliebt und ungeliebt. mich dadurch auch total belastet gefühlt, weil ich das Gefühl hatte, dass mich niemand möchte. Das stimmt ja auch so. Das traf zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich noch nicht zu. Mittlerweile, hast du diesen Status erreicht, ja. Ich war schon in der Schule ja der Situation ausgesetzt, dass ich dauerhaft gemobbt wurde und geärgert wurde. Und das hat auch im Hort nicht nachgelassen. War zum Glück nicht ganz so schlimm, weil da waren dann auch ein paar Schüler, die waren dann schon ein paar Jahre älter. Das heißt, die waren dann glücklicherweise etwas reifer und haben mich dann da auch etwas leichter aufgenommen. Wobei es da auch viele gegeben hat, die auf mich losgegangen sind. Aber auch ein paar, die dazwischen gegangen sind zum Glück. Zum Beispiel der Roman. War ein echt super Typ. Wobei es einen anderen Roman gegeben hat, der wiederum auf mich losgegangen ist. Der war aber zum Glück nicht im Hort dabei und der kam. Unterdruck im Kopf. Erst ein paar Jahre später dazu. Und dann gab es auf jeden Fall so ein paar, der Erich zum Beispiel, der Roman und viele andere, mit denen ich da in der Schule war, die mich beschützt oder auch mich unterstützt haben. Zu dieser Zeit war es auch so, dass ich fast ertrunken bin in der Schule. Wir hatten nach der Schule den Hort, wir hatten dann unsere Hausaufgaben gemacht und dann hatten wir 2, 3 Stunden noch Zeit. Da sind wir dann in der Zeit in die Schule gegangen und haben dann nach der Schule noch im Sport oder im Schwimmbad, in der Schwimmhalle durften wir dann noch unterwegs bewegen und durften dann noch schwimmen und spielen und keine Ahnung. War kein richtiger Unterricht, sondern war halt wirklich einfach nur so Freizeit für uns, Freizeitaktivität. Und für mich war das Problem, dass ich zu dem Zeitpunkt fast ertrunken bin. Es ist so. Man kann dich nicht mal unter Aufsicht in eine Schwimmhalle lassen, ohne dass du, Idiot, fast ersäufst. Deswegen warst du im Ort. Ich habe damals zu meinem Lehrer gesagt, dass ich aufpasse. Das war der Gant. Habe ich gesagt, ey, pass auf, ich kann schwimmen. So, der hat es nicht angezweifelt und hat sich auch nicht informiert darüber. Und dann bin ich halt ins tiefe Wasser und so weiter. Hab mir Du bist auch selten blöd, oder? Habe ich da eben erzählt? Guck mal, ich kann schwimmen. Das war ja schön für dich. Und ich wusste aber, ich kann gar nicht schwimmen. Und ich bin ins tiefe Wasser gegangen. Aber fällt dir irgendwas dazu ein, wenn ich sage, dumm wie Scheiße, Junge? Kommst du nicht klar? Ah, ich komme nicht mehr klar. Kommt ihr mit? Da keinen Kopf drüber gemacht. Und ich bin dann tatsächlich untergegangen und bin fast ertrunken damals. Das war wirklich hart. Weil du, Idiot, offensichtlich nicht schwimmen konntest. Und ich weiß ja nicht, was du da für ein Hirnfurz hattest. Aber du hast dann einfach gesagt, guck mal, ich kann schwimmen. Oder bist du da reingesprungen? Oder bist du untergegangen wie ein Stein, weil du gar nicht schwimmen konntest. Ist ja dann sehr. Mir fehlen die Worte. Ja, ich gehe morgen auch mal zum Flugplatz, ey, und dann sage ich, guck mal, ich kann fliegen. Da bin ich abgestürzt, ne? Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Unbegreiflich. Scharf, dass ich damals nicht gestorben bin. Und ich habe vor kurzem erst darüber nachgedacht, wie das eigentlich ist. Jemand, der kurz vorm Sterben ist, vor allem wenn er am Ertrinken ist, der würde alles dafür tun, dass er nicht ertrinkt. Er würde alles dafür tun, um nicht zu sterben. Und wenn dann einer zu nah an ihm vorbeischwimmt, würde der den ja unter Wasser drücken, um sich selber halt quasi Was? lebendig zu fühlen, um am Leben. Also, ich bin einmal am Saufen, schwimmt einer zu nah mir vorbei und dann drücke ich den unter Wasser, um mich lebendig zu fühlen. Hörst du dir eigentlich mal selber zu, was du für einen Stuss erzählst?
um am Leben zu bleiben. Was habe ich gemacht? Als ich dann doch jemanden gesehen habe, der mir vorbeischwimmt, habe ich denen angefleht, dass er mir bitte hilft, aus dem Wasser zu kommen. Ich weiß noch, ich habe damals, das weiß ich noch wie heute, war ja auch ein sehr prägendes Erlebnis. Ich habe dann zu dem gesagt, du, pass auf, ich möchte nichts tun oder so, aber bitte tu mir den Gefallen und schieb. Klar, wenn er mal saufen war, hat er erstmal die Brille runtergezogen und gesagt: Entschuldigen Sie, Sir, ich muss Sie gerade hier vorbeischwimmen. Sie sehen meine Misere, meine missliche Lage. Ich möchte Ihnen wirklich nichts tun, aber könnten Sie eventuell Zeit und Mühe aufbringen, mir aus dieser durchaus viskosen Flüssigkeit zu helfen? Sicher. Klar, genau so ist es gelaufen. Mich irgendwie ans Ufer, ne? Ich bin hier fast am Ans Ufer, ich dachte, das war eine Schwimmhalle. denken, ich bin fast am Saufen, ne? Hilf mir bitte. Ein anderer hätte halt versucht zu überleben und hätte, um zu überleben, auch einen anderen Menschen notfalls geopfert. Ey, hör mal! Ja, du bist hier nicht in den Anden mit dem Flugzeug abgestürzt. Du warst im Hort in der Schwimmhalle und du Idiot bist ins tiefe Wasser, wo du selber nicht wusstest, also wo du selber wusstest, dass du nicht schwimmen kannst. Und das, ja, und jeder andere hätte jemand anderen geopfert. Oh. Ey, kann man sich so einen Stuss zusammenreden? Oh. Ja, unser heroischer Rainer. Aber ich war sogar noch bei so klarem Verstand, dass ich mich da eben Du warst noch nie bei klarem Verstand, Junge. nicht so verhalten habe. Halt versuche mich an ihm festzuhalten, damit ich nicht ertrinke. Woran ich mich übrigens auch heute noch erinnere, ist, dass ich damals gotterbärmlich rumgeschrien habe und versucht habe, den Lehrer auf mich aufmerksam zu machen. Es tut mir leid, ich weiß nicht, warum er jetzt auf einmal flüstert. Ich hoffe, er hört damit gleich wieder auf, sonst muss ich über die Lautstärkeeinstellungen hier rumspielen. Mich rausholt, was er nicht getan hat. Ja, call Bullshit. Der hat mich dann tatsächlich zum Glück ans Ufer geschoben und Ins Ufer geschoben. ich war so froh und so dankbar. Macht man das normalerweise nicht umgekehrt? und der hat dann auch, der ist dann auch aus dem Wasser gekommen, hat dann sofort, ist dann sofort losgerannt, nachdem ich dann auf dem Ufer gelegen war, ist dann losgerannt und hat Am Beckenrand heißt es, nicht am Ufer, Herrgott. hat den Lehrer geholt und der hat mich dann, haben die mich da erstmal an der Seite gehalten und ich bin da wirklich fast ertrunken damals. Es war wirklich, wirklich haarscharf. Ich bin da wirklich um mein Haar draufgegangen. Ja, du bist doch für ein Vollidiot, wenn du nicht schwimmen kannst und gehst. Also, was soll das denn auch? Aber das ist auch das, was ich schon so oft gesagt Und warum konntest du dann noch nicht schwimmen? Himmel, Arsch und Zwirn. habe. Ich bin in einer Situation, in der ich wirklich um mein Leben fürchten muss. Und selbst in dieser Situation behalte ich so viel klaren Verstand. Sich denn so eine Scheiße zusammenreden? Das ist unfassbar. Wirklich, trag das nicht. Verstand, dass ich niemandem Leid zufügen möchte, nur um mein eigenes Leben zu retten. Ach, oh, heroischer Lindwurm. Oh, mein Gott. Ich weiß nicht, ob ich das richtig erklären kann, aber das wird vermutlich jeder verstehen, der selbst schon mal in einer lebensbedrohlichen Situation Leider, du machst halt echt mehr draus, als es ist, ne? war und vor allem schon fast ertrunken ist. Das werden diese Leute verstehen. Meine Reaktion ist nicht normal, die ich da hatte. Deine Reaktionen sind grundsätzlich nicht normal. Es war ein sehr prägendes Erlebnis auf jeden Fall. Über all diese Jahre hinweg in dieser Schule. Es war für mich der absolute Horror, weil ich wurde in der Schule angegriffen von meinen Mitschülern und dann wurde ich auch zu Hause nicht akzeptiert, weil ich im Prinzip eigentlich nie zu Hause war. Ich kann verstehen, Ich wenn wurde zu Hause Eltern nie ihren akzeptiert, Kindern weil ich eigentlich nie zu Hause war. eine gute Atmosphäre und ein gutes Leben ermöglichen wollen, indem die denen auch eine gute Schulausbildung geben. Das haben sie ja versucht, aber du warst ja zu borniert und hagedumm, um das zu nutzen. Und in Privatschulen hat man meistens eben auch den Vorteil, dass man eine sehr gute, geprägte Atmosphäre hat. Aber wenn man mal. In Privatschulen hat man den Vorteil, dass man eine sehr gute, geprägte Atmosphäre hat. Rainer, du weißt doch, die Hälfte der Worte, die du aneinander leimst, weißt doch gar nicht, was du redest. Das passt nicht zusammen. Es ist wirklich. Auf die psychologische Möchte ihn mit einem Duden verprügeln.
Schiene geht und auf dem psychologischen Weg sich das Ganze anschaut, was es für einen mit einem Menschen macht, der dann noch. Ja, was es mit einem Menschen macht, dass man in die Grundschule kommt, dass man da die Leute nicht kennt und da erst kennenlernen muss und da muss man noch tatsächlich, damit man zu Hause den Bude nicht abfackelt oder ersäuft, muss man auch in den Hort gehen. Ja, was macht das mit einem Menschen? Ja, wirklich, Rainer. Du hast ja wirklich ein ganz schlimmes Leben, meine Herren. Dazu Tag ein, Tag aus von seinen Mitschülern drangsaliert wird, der dann auch noch Tag ein, Tag aus von morgens bis abends in der Schule sein muss. Das ist psychologisch einfach eine Katastrophe für diesen Du bist psychologisch eine Katastrophe. Menschen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, auch wenn ich natürlich nie in einer Privatschule war, in einer Ganztagsschule. Ich konnte mit den wenigen. Du heulst darüber, dass du den ganzen Tag in der Schule warst und sagst, es wäre viel besser gewesen, in einer Ganztagsschule zu sein. Keine weiteren Fragen, euer Herr. Freunden, die ich zu Hause hatte, die ich eben damals auch vor allem nur zu Hause hatte, Hearsay. konnte ich nichts unternehmen nach der Schule, weil ich eben einfach nicht nach der Schule zu Hause war. Mich in der Schule nicht richtig integrieren, weil ich da die ganze Zeit attackiert wurde. Das ging so weit, Nein, wenn du dich nicht integrieren willst, du willst dich jetzt halt nirgendwo integrieren. dass ich tatsächlich so. Die Welt um dich herum soll sich für dich ändern. Aber du möchtest keinen Handschlag dafür tun. Gespielt hat, dass ich krank bin. Und zum Glück konnte ich dann meine Mutter das ein oder andere Mal tatsächlich dazu bringen, dass die mich einfach zu Hause gelassen hat, weil ich einfach nicht gekonnt habe, weil ich einfach fertig war mit der Welt. Das war alles ein riesen Katastrophenfall. Ich weiß auch gar nicht mal, was ich dazu noch alles sagen soll. Das war damals. Dann halt doch die Fresse. Aber nee, geht ja noch 20 Minuten weiter hier. So weiß auch heute noch, dass ich einmal nach Hause gekommen bin und meine Mutter tatsächlich gesagt hat, so jetzt reicht's, ich fahre ihn jetzt nein. Und Richtig das war so. für mich dann so, oh mein Du bist nämlich schulpflichtig, mein Freund. Gott, nein, ich bin aus der Schule entkommen und jetzt zwingen. Ich bin aus der Schule gekommen. Ja, weißt du, wie, als wäre er aus dem Gulag geflohen, ey. Ohne Witz. Er als einziger Überlebender. Der Dulli-Schule Bad Windsheim ist entkommen. Nein, sie fahren die zurück. Bei welchem Film erinnert mich das gerade? Oh, ich habe keinen Hänger. Ah, Haus der tausend Leichen. Richtig, so. Nee, was Haus der tausend Leichen? War Haus der tausend Leichen, ne? So war das Ende, oder? Dass sie die wieder reinfahren. Ja, genau, so war's. Er als einziger Überlebende und dann tut die Schule Bad Windsheim kommen und dann. Ja, Rainer, ich erkläre dir das mal. Pass auf, du bist schulpflichtig und deine Mutti hat einen Erziehungsauftrag. Und die hat dafür zu sorgen, dass du gefälligst deiner Schulpflicht auch nachkommst. Und wenn sie das nicht täte, dann täten es irgendwann die Cops. Richtig. Zwingt sie mich dazu, nahe zu gehen, oder reinzugehen, indem sie mich tatsächlich nochmal in die Schule fährt. Und das hat sie tatsächlich auch gemacht. Ja, und das ist auch vollkommen richtig so. Die hat mich tatsächlich ins Auto gesetzt, dann ist mit mir in die Schule gefahren und hat mich in der Schule abgesetzt, sodass ich abends wirklich von der Schule aus mit dem Zug heimfahren musste. Richtig so. Auch heute, wenn ich drüber nachdenke, denke ich immer noch so, man hat mich Chapeau. einfach, niemand hat mich gewollt. Niemand. Nee, da glaube ich nicht, Rainer. Also, sonst hätte ich deine Mutter da nicht so für ins Zeug gelegt. Und das hat sie offenbar. Ich würde gerne mal ihre Sicht der Dinge hören. Würde ich echt sehr gerne. Ja, Rainer, du dramatisierst hier Sachen, die einfach ganz normales Leben sind. Ganz normal. Und du überdramatisierst hier eine Scheiße. Das ist unfassbar. Vor allen Dingen auch, weil du, okay, dass du das vielleicht als Schüler nicht begriffen hast. Granted. Aber spätestens als so Semi-Erwachsener müsste dir doch mal einleuchten, Entschuldigung, dass du die ganze Zeit die Hand vorm Mund hast, ist blöd, ne? Müsste dir doch mal einleuchten, woran das gelegen hat. Nein? Dann weißt du es ja jetzt. Nee, und Reinhard, ich glaube, damals war das noch nicht so, aber heute hast du dich mittlerweile in den Status gebracht, dass dich wirklich keiner mehr haben möchte, ja. wollte mich und niemand mochte mich und ich bin am Arsch der Welt und bin eben ganz alleine. Das ist aber auch einer der Gründe. Heute und auch gerade jetzt könnte ich mir das vorstellen, dass jemand, der diesen Podcast sich hier anhört,
zu mir sagen wird und Kommentare schreiben wird, wie ja, siehst du mal, ich hatte vor kurzem übrigens erst eine E-Mail mit ja, beende dein Leben, weil dich mag niemand. Ist aber unschön, sowas schreibt man nicht. Also wirklich. Sowas macht man nicht. Ja. Und was sage ich dir ganz ehrlich, ich beende mein Leben nicht und ich sag dir auch warum. Doch, aber fragen. Also ähnlich wie ich, zähle ich immer wieder, ich weiß, rauchen ist. Und ich rauche echt gut. Und auch das wird mein Leben auf jeden Fall früher beenden, als es enden müsste. Aber Rainer, dein Konsum, jetzt habe ich mich, jetzt hab ich mich auch noch bekleckert hier, voll laufender Kamera, super, muss gleich, ja, zu spät. Rainer, du beendest dein Leben auch auf Raten. Ich habe ja schon öfter mal prognostiziert, also du kannst froh sein, wenn du noch 40 wirst. Ne? Also so ein Körper ist schon verdammt resistent und 40 ist vielleicht auch ein bisschen knapp bemessen, aber also ein hohes Alter erreichst du nicht. Wobei ich auch sage, hey, wie hat Rockstar das letztens so treffend gesagt, Grüße gehen raus. Er hat in seinem Leben gern mal die Kerze von beiden Enden angezündet und das ist bei mir auch so. Und das wird sich irgendwann rächen. Ne? Irgendwann rächt sich das. Und darüber bin ich mir absolut im Klaren. Aber ich bin auch besser darin, Ratschläge zu geben, als sie zu befolgen. Ganz ehrlich. Ich beende schon allein deswegen mein Leben nicht, weil ich dir damit auf den Sack gehe, dass ich am Leben bin. Ich bin Nö, ein geht mir auf den Sack. Mensch, ich will niemandem schaden. Gleichzeitig werde ich aber nicht mein Leben dafür wegwerfen, dass andere sich besser fühlen oder andere darüber lachen können. Ich fühle mich dadurch nicht besser, wenn du stirbst. Das. Nee, sehe ich nicht. Ich prophezeie nur, dass das irgendwann passieren wird. Dass wir einen Stream von dir sehen und dann kippt dein Kopf so nach vorne auf die Tastatur. Und dann macht das. Und da keiner weiß, wo du bist, läuft er dann so 3, 4 Tage. Und werden wir dann dir live dabei zugucken können, wie so langsam so die Fliegen so um dich schwirren nach ein paar Stunden. Finde ich das toll? Nein. Würde ich es mir geben? Ich habe so eine richtige Leck mich am Arsch Einstellung entwickelt, was das angeht. Ich bin jetzt definitiv kein guter Mensch, ich bin aber auch kein schlechter Mensch. Ja, ich würde mich jetzt auch nicht also als 100% reinen guten Menschen bezeichnen. Also ich bin kein Mahatma Gandhi. So viel sicher. Habe in meinem Leben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Ja, und Rainer, Fehler machen ist gar kein Problem. Überhaupt nicht. Ich mache heute noch Fehler. Ständig. Unentwegt mache ich Fehler. Das Gute ist, Fehler dienen dazu, dass man aus diesen Fehlern lernt. Ja? Und dass man diese nicht wiederholt. Fehler machen ist gar kein Problem. Diese Fehler immer wieder zu wiederholen, das ist problematisch. Angefangen bei dem ganzen Quatsch, den ich erzählt habe, bis hin zu den Punkten, wo ich in meinem Leben einfach immer wieder und wieder und wieder Sachen erzählt habe, um mich selbst als wichtiger hinzustellen, als ich vielleicht bin oder war. Sind wir endlich in der Selbstreflexion angekommen? Blöd nur, dass du das gerade jetzt in diesem Moment schon wieder tust. Und gerade in meiner Schulzeit habe ich diese Situation sehr oft gehabt und auch diese Lebenseinstellung sehr oft an den Tag gelegt, wo Tust du nach wie vor? Das beschreibt dich einwandfrei. ich gesagt habe, hey, ich muss es jetzt so und so machen, ich muss jetzt so und so sagen und so sein und mich so und so verhalten. Vielleicht kennt ihr ja diese Situation von Filmen und Serien. Da gibt es einen Schüler oder einen Nee. Jungen oder ein Mädchen. Rainer, wir leben alle nicht in Filmen und Serien. Okay? Das ist keine Realität. Das sind Geschichten. Und ja, solche Geschichten mit einer ähnlichen Handlung passieren auch in der Realität, ist aber eher selten. Aber es gibt sie. Rainer, auf dich trifft es nicht zu. Die total unbeliebt sind. Und dann überreden sie lange Zeit ihre Eltern dazu, dass sie bestimmte Schuhe, bestimmte Hosen oder bestimmte Klamotten bekommen, damit sie einfach besser rüberkommen, besser wirken auf ihre Mitschüler. Wenn sie dazu in der Lage wären, einfach sich anzupassen und besser zu integrieren. Und das wird dann eben häufig anhand der Kleidung und anhand des Verhaltens festgemacht. Tatsächlich ist es aber auch einfach so, dass es Menschen gibt, die einen einfach auf dem Kieker haben.
Und egal, was man trägt Ja. oder egal, was man macht, man wird nie dazu gehören, weil diese Menschen immer dafür sorgen werden, dass man nicht dazu gehört. Und Ja. gerade darauf wollte ich hinaus. Kann sein. In meiner Schulzeit, ich weiß nicht, wer das noch kennt, ich bin schon ein paar Jahre. Das kenne ich aber nicht aus Serien und Filmen, das ist Realität. Das ist Realität. In meiner Schulzeit waren die sogenannten Skaterschuhe beliebt. Das waren Schuhe, die hatten eine extrem dicke Zunge, also die Ja, ich trage selber Vans. Ja, ich glaube, sowas meinst du, ne? Sohlen, wenn man Schuhe anzieht, hat man die sogenannte Schuhzunge. Weiß, was die Zunge an einem Schuh ist, Herrgott, noch eins. Und die hatten dann damals eben so eine ganz spezielle Schuhzunge. Und die hatte man auch, man hat diese Schuhe auch nicht geschnürt, sondern man hat quasi die Schuhbänder in die Schuhe gesteckt und dann hat man sich einfach reingesetzt. Also reingesteckt. Ja, man hat sich einfach die Schuhe reingesetzt. Wie man das so macht mit Schuhen, ne? Und dann ist man mit seiner Taschenlampe, hat man dann eine Zeitreise gemacht. Und im Schreibstuhl. Am Kugelschreiber. Ja, und dann hat der Schnürsenkel einfach die Schuhe und da hat man sich reingesetzt. So funktionieren Schuhe. Klar. Und hatte diese Schuhe im Prinzip ja bloß ganz locker an den Füßen. Das war damals modern. Und dazu halt dann noch diese dicken, breiten, naja, Schlaghosen waren es jetzt nicht. Das waren so die Nachfolger der Schlaghosen. Die waren jetzt nicht unten ganz eng, aber die waren jetzt halt schon auch ein bisschen breiter. Hosen, die ich übrigens bis Baggy Pants? heute gerne mag. Wobei Schlaghosen momentan ja, glaube ich, wieder modern werden. Nein, wenn sie nicht. Und es kommt auch hoffentlich nie wieder. Jedenfalls ist es wirklich so, ich hatte damals danach es geschafft, dass ich diese Schlaghosen, nicht die Schlaghosen, sondern dass ich diese Schuhe bekommen habe. Die habe ich damals von meiner Patentante bekommen. Das hat ewig gedauert, dass ich diese Schuhe bekomme. Und Ja, so ist das nun mal. Kann nicht immer alles haben im Leben. als ich sie dann endlich hatte, war ich so froh drüber und habe mich so darüber gefreut. Aber in der Schule haben sie mich dafür ausgelacht. Weil es waren halt zwar wirklich auch solche sogenannten Skaterschuhe, aber es waren halt keine Marken-Skaterschuhe, es war halt No Name. Ja, meine Kinder sind Arschlöcher, wir wissen es. Und darüber haben sich halt meine ganzen Klassenkameraden lustig gemacht. Ich habe diese Schuhe geliebt, ich liebe diese Schuhart bis heute. Man trägt sie heute eigentlich kaum noch. Also ich habe Ich trage Vans. Das ist so ziemlich genau das, was du beschreibst. schon jahrelang keine Skaterschuhe mehr gesehen, also so wie sie damals waren. Du hast schon. Ja. Du bist ja auch nie draußen. Also, abgesehen von deiner kurzen Spritztour da draußen. Aber doch, man sieht sie. Doch, Aber damals hat man die halt so getragen, weil ich wurde dafür ausgelacht, dass ich halt die Billigmarken habe. Und ich habe mich damals bis heute, und ich frage mich auch bis heute, was macht der Unterschied zwischen einer billigen und einer teuren Marke? häufig die Verarbeitung. Aber ja, man zahlt für so ein beschissenes Logo nochmal das Doppelte oben drauf. Ja. Das ist schon richtig. Ich bin auch so eher so ein Typ, ich sag mal so Schuhe, also wenn es jetzt Alltagsschuhe sind. Ja, wir reden jetzt hier nicht von Wanderschuhen oder Arbeitsschuhe oder sowas. So Alltagsschuhe, ne? So, ey, da bin ich auch, also wenn die 60 überschreiten, bin ich raus, ne? Ey, dann sehe ich nicht ein. Da laufe ich drauf rum. So, sehe ich nicht. Sehe ich nicht. Also. Oh, Entschuldigung. Aber mal kurz gegrunzt hier. Schneide ich natürlich alles raus. Schneide ich alles raus. Nee, sehe ich auch nicht, aber. Und ich halt, mag es mir auch ziemlich lax. Ne? Also muss ich echt sagen. Aber meistens ist es die Verarbeitung tatsächlich, ja. Oft ist es halt auch so, dass Schuhe, die mehr kosten, auch definitiv länger halten. Kann man schon so sagen, ja. Wenn ich auf eine Marke Adidas draufklebe, ist die Marke nicht besser oder schlechter, sondern es ist einfach Adidas. Ist teurer und somit ist es auch oft einfach ein Statussymbol, Rainer. Ja, das ist wie. Oh, ich will jetzt hier echt keinen Krieg aufmachen, ne? Aber ich bin echt kein Apple-Freund. Weil ich Apple-Produkte tatsächlich einfach restriktiv finde und einfach lackesoffen teuer. Und dafür sehe ich einfach nicht, ne? Für den Apple, ne? Und bin ich ja kein Fan von. Kann jeder machen, wie er will. Ist mir wurscht. Aber. Apple ist halt auch so ein bisschen Statussymbol. Und sind auch Klamotten, Rainer. Kleiner machen Leute, schon mal gehört? Und
damit zeigt man halt eine gewisse Situierung auch. Und ja, damit hängt das zusammen, Rainer. Damit hängt das zusammen. Ich lege da auch keinen großen Wert drauf, aber das ist der Hintergrund. Richtig. Ja, das gleiche könnte man über Autos sagen, aber das ist wieder ein anderes Thema. Auch ein Statussymbol. Möchte ich jetzt auch nicht genau drauf eingehen. Das werden wir in ein paar Folgen später mal machen. Meine Schulzeit war also alles in allem, gerade in diesen Jahren in Bad Windsheim, war die Schule noch viel schlimmer. Vielleicht liegt das daran, dass ich mich heute noch besser daran erinnere als damals, aber es war für mich echt die Hölle. Mal abgesehen davon, dass ich von meinen Mitschülern tagtäglich wirklich zum Heulen gebracht wurde. Und mal abgesehen davon, dass ich über viele Jahre hinweg immer wieder mir die gleichen Sachen antun durfte und dann auch noch den sozialen Zustand hatte, dass ich mich nicht gewollt oder nicht geliebt gefühlt habe. Na komm. Nicht mehr von meiner Familie, weil sie mir zwar immer gesagt haben, ja, ich liebe dich, aber mich dann letzten Endes halt wie in einer Art Internat abgeschoben haben, war das echt eine Katastrophe. Nein, das war keine Art Internat und das war kein Abschieben, Herrgott. Jetzt hör auf, das zu überzudramatisieren. Verschlimmert wurde dieses Gefühl oder dieser Umstand noch durch die Situation. Ich liefere den Hatern wahrscheinlich hier gerade extrem viel Munition. Heutzutage berührt mich das Ganze nicht mehr emotional, aber damals war das für mich ein Schlag in die Fresse und wir gehen ja gerade auf meine Vergangenheit ein, deswegen erkläre ich euch das so, wie es für mich damals war. Heute sehe ich das Ganze nüchterner. Ah, okay, ja gut dann. In meiner Schulzeit war es dann auch so, ich bin ab und zu nach der Schule heimgefahren mit dem Zug oder mit dem Bus. Ich habe. Ab und zu. Ansonsten hast du in der Turnhalle geschlafen oder was? Quasi meinen ganz normalen Schulbus genommen, mit dem ich normalerweise nach Hause fahren würde, und ich bin nicht im Hort geblieben. Das waren vor allem Tage, an denen ich ganz besonders fertig war mit den Nerven, wo ich ganz besonders viel geweint hatte, wo ich besonders viel angegriffen wurde. Also Tage, an denen ich mich wirklich einfach hinsetzen wollte und einfach meine Ruhe wollte, wo ich einfach meine geliebte Familie um mich haben wollte und sonst. Jetzt komm. Mein, ja, fick doch die. Rainer, erzähl doch keinen Scheiß. Niemanden. Und jetzt kommt der fette Hammer. Ich bin an diesem Tag Wann haben wir? nach der Schule nach Hause gekommen, bin dann hochgelaufen zu meinem Haus und da saß tatsächlich meine Mutter, mein Vater und meine Schwester auf dem Balkon und haben gegrillt. Und? Sollen die hungern, während du im Hort sitzt? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Dürfen die jetzt nichts essen, während das arme Rainerle in der Schule und im Hort ist? Nö? Nö. Und ich habe echt damals gedacht, mich trifft der Schlag, weil die Situation war für mich die, sowieso schon den Gedankengang gehabt habe, dass mich meine Familie hasst, dass mich meine Familie nicht ausstehen kann. Und dann komme ich nach Hause, die sitzen da zusammen, die grillen zusammen. Mein Vater, der normalerweise ja Tag ein Tag aus von morgens bis abends in der Arbeit ist, war zu Hause. Meine Schwester war dabei, meine Mutter war dabei und ich wäre dann stundenlang in der Schule gewesen, wo ich von meinen Mitschülern und teilweise sogar von den Erziehungsberechtigten verbal fertig gemacht wurde. Ja, genau. Die Erziehungsberechtigten und Lehrer haben dich verbal fertig gemacht. So wie jeder andere Mensch auch. Oh Mann, es ist wirklich, ich kann das auch nicht mehr hören, ne? Oh, ja, die haben da gegrillt. Ja, okay, ist vielleicht ein Scheiß-Move in dem Sinne, dass sie hätten sagen können, naja, gut, wenn sie eh zu Hause sind, dann hättest du ja nicht unbedingt in den Hort gemusst. Und dann hättest du ja, also, ne, so, ja, okay, aus der Perspektive ist das vielleicht ein Kack-Move. Aber, also, weil die waren halt auch mal froh, oder die, ich weiß ja gar nicht, wie es sich ergeben hat. Ne? Also wenn da in der Story überhaupt was dran ist, aber mein Gott, dann ist das halt so. Wieso war deine Schwester eigentlich nicht in der Schule? War die dann schon zu Hause? Keine Ahnung. Es ist sehr viel fadenscheinig an dieser Story, aber selbst wenn es so ist, Rainer, meine Fresse. Dann hatten die einfach mal einen schönen Nachmittag ohne dich. Du warst mit Sicherheit, ich war auch kein einfaches Kind, mit Sicherheit nicht. Also ich glaube, meine Mom ist jetzt schon halb froh, dass ich ein bisschen älter und außer Haus bin.
Grüße gehen raus, Mutsch. Ja, Rainer, du auch nicht. Und mein Gott, die wussten, du bist im Hort aufgehoben, du machst dein Hausaufgaben, da kümmert man sich um dich. Vielleicht auch mit den Hausaufgaben einfach so, dass du da was lernst. Vielleicht sahen sie sich auch gar nicht imstande, dir da zu geben und sahen dich da besser aufgehoben. Vielleicht deswegen. Wer weiß schon. Naja, auf jeden Fall finde ich das, wie gesagt, sehr überdramatisiert hier. Und das ist kein Witz. Und dann sitze ich da und denke mir, Alter, ist das euer Ernst? Abgesehen davon, haben die dich nicht angeschissen, dass du nicht im Ort bist? Wieso kommst du auf einmal da angewackelt? Da braucht ihr euch nicht wundern, dass ich mich nicht geliebt fühle. Da braucht ihr euch nicht wundern, dass ich nicht in der Schule bleiben möchte. Das Schönste an der Aktion war dann, dass ich auch noch richtig, richtig, richtig Anschluss bekommen habe. Ja, sicher, weil du hättest im Hort sein sollen. Nicht nur, dass die mich gefragt haben, warum ich nicht in der Schule geblieben bin. Nicht nur, dass die mich danach gefragt haben, warum ich da diese Scheiße nicht mitmache. Sondern sie haben mich dann auch noch angeschrien, warum ich da nicht drinnen geblieben bin. Warum ich da nicht mitgemacht habe. Warum ich diese Scheiße nicht wollte. Ja, weil sie für dich die bestmöglichste Ausbildung haben wollen, die du erreichen könntest. Weil deinen Eltern klar war, dass du einen am Sender hast. Und deswegen haben sie das für die beste Variante gehalten, und das kann ich gut nachvollziehen, dass man dich so lange wie möglich in so einem Gefüge lässt, in dem du gut aufgehoben bist und in dem man versucht, dir was beizubringen. Und in dem du dich vielleicht sozialisieren musst. Hat nur leider nicht funktioniert. Also ich habe mich hier versprochen. Gemeint war natürlich, dass sie mich nicht einmal danach gefragt haben. Also sie haben mich nicht gefragt, warum ich nach Hause gegangen bin, sondern sie haben mich angeschrien, ohne jetzt zu wissen, warum. Nein, ich wurde angeschrien. Ja, juckt ja auch erstmal nicht. Du hast da nichts verloren gehabt, du hättest im Hort sein sollen. Und angeschrien und angeschrien. Und das an einem Tag, an dem es mir emotional sowieso schon so schlecht gegangen bin, ist, dass ich eigentlich nur nach Hause bleiben wollte. Man sollte jetzt vielleicht noch dazu sagen, ein zusätzlicher Grund, warum ich diesen Hort nicht ausstehen konnte, war, neben den Lehrern und neben den Schülern musste ich bin ja morgens um 5 aufgestanden, bin in die Schule gefahren, war dann in der Schule 6 Stunden, also ich war 1,5 Stunden auf dem Weg in die Schule, dann war ich 6 Stunden in der Schule, dann war ich nach der Schule nochmal etwa 5 bis 6 Stunden I call bullshit. Gebäude oder daneben und war in diesem sogenannten Hort, und dann musste ich mit dem Zug fast 2 Stunden nach Hause fahren. 2 Stunden. Weil die Verbindungszüge nicht so gut waren und ich musste mich dann am Bahnhof in Bad Windsheim erstmal eine halbe Stunde am Zug stellen. Ja, das kann sein, aber du warst noch niemals 12 Stunden in Schule und Hort. Also bitte. Und musste dann noch mal eine viertelhalbe Stunde in Neustadt auf den Zug warten, weil nämlich der Zug von Bad Windsheim nicht nach Emskirchen durchfährt. Kann sondern sein. Den Zug von Bad Windsheim nach Neustadt und von Neustadt nach Nürnberg fahren musste, wo ich dann in Emskirchen aussteigen konnte. Und diese Züge hatten eine Intervall von etwa einer halben Stunde. Das bedeutet, ich musste jedes Mal, wenn ich gefahren bin, auf diesen Zug warten. Und das heißt, ich bin morgens um 5 aus dem Haus gegangen oder um halb sechs aus dem Haus gegangen. Warte nur. Und kam abends gegen 7, 8 nach Hause. Meistens war ich so um halb sieben, halb acht zu Hause. Halb sieben, halb acht ist ein großer Unterschied. Meistens zu Abend gegessen und bin ins Bett. Das heißt, mein gesamter Tag bestand daraus, dass man versucht hat, dir was in den hohlen Schädel zu prügeln. Und ist leider kläglich an deiner Teflon beschichteten Birne gescheitert. Aufstehen, frühstücken, Schule. Mittagessen, Hort, nach Hause fahren, Abendessen, Bett. Ja, und dass du in dieser Zeit nicht mal rein durch Zufall, ohne es gewollt zu haben, etwas gelernt hast, ist mir unbegreiflich. Das war mein Alltag. Keine Freunde, keine Familie, nichts. So. Es gibt natürlich Menschen, denen geht es noch viel, viel schlechter. Das will ich gar nicht ankreiden. Das will ich aber auch meinen. Aber für mich war das damals der absolute Albtraum. So, in der Schule geärgert worden, man sollte schon fast sagen gefoltert worden. Ah, jetzt aber einmal ganz, ganz den Ball flach hier, Freundchen. Gefoltert, ja, Guantanamo Bay war das. Also jetzt, hör mal.
Ja, erstmal erste Stunde Waterboarding hier. Tag ein, Tag aus von meinen Mitschülern provoziert, attackiert, beleidigt, angegriffen, in welcher Form auch immer, zum Weinen gebracht, emotional zu einem Krüppel gemacht. Leute, was soll ich noch dazu sagen, ey? Und am Heul leise. Schluss wurde ich dann von meiner Familie nochmal zusätzlich angeschrien, wenn ich dann früher nach Hause gegangen bin, weil ich Ja, aber du hättest in der Schule sein sollen, Herrgott Neuns. Mann. nicht mehr konnte. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich zu diesem Zeitpunkt da stand und überlegt habe, wie ich mich umbringe. Ja. Ja. Ja, genau. Das hört sich krass an, ist aber tatsächlich so. Ja. Ich habe so lange und so oft überlegt, wie ich mein Leben beenden könnte, weil ich Ruhe, damals auch zu Rainer. Hause so im Arsch war und so attackiert war. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das überlebt habe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das gemacht habe. Muss ich da was zu sagen? Was mir damals sehr, sehr viel geholfen hat und mir sehr, sehr wichtig war und in der einzige Pass auf, es kommt hier die Story. Er saß. Was hat er gesagt? Früher mal. Auf dem Bett mit dem Messer in der Hand und hat sich das an die Brust gesetzt und wollte sie selbst abstechen. Kommt, 100 Pro. Der einzige Rückzugsort, den ich damals hatte, war in mich selbst. Ich konnte mich in meinen sozialen Zustand zurücksetzen. Ich konnte mich in meinen sozialen Zustand zurücksetzen. Ja, du weißt doch gar nicht, was du da faselst. Wenn ich mich hingesetzt habe, die Augen zugemacht und Musik gehört. Deswegen Mana habe ich auch Musik ein und rauf und runter gehört. Ich habe nur Musik gehört ohne Ende. Nichts anderes habe ich gemacht, als Musik zu hören, weil alles andere war für mich am Arsch. Ich konnte mit nichts anderem was anfangen. Jeder, der von mir was kennt oder der mich kennt, der weiß, dass ich jetzt seit 2 Jahren am rechten Arm oder seit fast 2 Jahren am rechten Arm ein Tattoo trage, auf dem Dynastie steht. steht deines Team. Aber ja, es ist gerade in deinem, ja, in deinem Fall das wohl unpassendste. Dieses Tattoo hat der Sänger von der Band The Rasmus, Lauri nennt sich der, ebenfalls am rechten Arm. Und der Schriftzug ist ein bisschen anders, weil ich wollte ihn nicht kopieren, sondern ich wollte ihm Tribut zollen. Und der hat ebenfalls das gleiche Wort an der gleichen Stelle Gott. stehen. Ich wollte nicht kopieren. Ich wollte ihm Tribut zollen. Und für mich war das damals ganz, ganz wichtig, denn diese Band ist mir sehr wichtig gewesen. In dieser Zeit in meiner Schule war das das Einzige, was mir wirklich Kraft gegeben hat. Diese Band und natürlich auch noch so Sachen wie Linkin Park. Rainer, Linkin Park, super krass. Keine Frage. Ich sehr viel und sehr gern gehört. Rainer, du verstehst doch die Texte nicht mal. Du hast doch keine Ahnung, wovon er singt. Nicht mal ein bisschen. Das war für mich so das Einzige, wo ich die Augen zumachen, mich zurücklehnen und einfach entspannen konnte. Der einzige Moment, wo ich mir keine Beleidigungen anhören musste, der einzige Moment, wo ich mich nicht angreifen lassen musste und so weiter. Das hat übrigens auch zum anderen den Grund, dass ich deswegen damals keinen Rap mochte. Es gab ein, zwei Bands und ein, zwei Sachen, die ich angehört habe, unter anderem auch Eminem oder Mike bis heute nicht. Und? Juckt. auch Tupac. Aber viel von den ganzen Rap-Gedöns konnte ich auf den Tod nicht ausstehen. Er ist ein krasser Wortkünstler. Keine Frage. Aber ich mag auch die Darreichungsform nicht. Also. Es halt immer darum ging, irgendjemanden zu ficken, irgendjemanden zu killen, an jemanden. In deinem Leben geht es doch sowieso in deinem Schädel die ganze Zeit nur darum, jemanden zu ficken. Also, was willst du? Der eine hat dem anderen keinen Respekt gezollt und deswegen ist er erschossen worden und so weiter und so fort. Das war halt immer auf Krawall und das mochte ich nicht.
Und deswegen habe ich mir dann lieber irgendwie Rock und Metal angehört, weil es war auch einfach von der Musik her auch ganz anders und einfach viel mehr meins. Ihr seht also, der Grund, warum ich immer so auf mich bezogen bin, ist, dass ich irgendwie von außen selten die Situation hatte, dass mich jemand oder dass ich das Gefühl hatte, dass mich jemand versteht. Ja, du bist auch schwer zu verstehen. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich hatte immer eher die Situation, dass mich niemand verstanden hat. Weil du in einer Traumwelt lebst und schon immer getan hast. Ja, und das willst du jetzt hier rechtfertigen mit: Oh, ich musste in den Hort. Oh, ich war 12 Stunden in der Schule. Ja. Oder hatte zumindest das Gefühl, dass mich niemand verstanden hat. Und deswegen habe ich mich einfach zurückgezogen in mich selbst und auf die Art und Weise mich eben der Musik gewidmet. Sich der Musik gewidmet. Hört, hört. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen weniger Oh, wir töten alle Christen. Genau. so ausgeübt, weil ich in den letzten Jahren sehr viel Zeit für mich alleine hatte. Und dennoch ist die Musik für mich bis heute eigentlich ein sehr wichtiger Punkt in meinem Leben. In der Schule wurde ich nicht gewollt, zu Hause hatte ich das Gefühl, auch nicht gewollt zu sein. Meine Mutter hat es nicht verstanden. Mein Vater hat sich damit nicht viel auseinandersetzen können, weil der war ja meistens auf Arbeit, der hat es nicht mitgekriegt. Und so weiter und so fort. Meine Schwester, naja, der war das auch ziemlich egal, die hatte ihre Ruhe, wenn ich nicht zu Hause war. Die hätten alle ihre Ruhe, wenn du nicht zu Hause warst. Sie im Gegensatz zu mir hatte Freunde, Ich dachte, sie hatte keine Freunde, weil da gab es keine Mädchen. Ihr wart denn nur. zu denen sie nach der Schule gehen konnte. Eben hatte sie noch keine. Ich hatte einen Freund, mit dem ich mich ab und zu mal getroffen habe, bei dem ich auch ein, zwei Mal Eben hattest du noch so 3 bis 5. übernachtet habe. Und darüber hinaus hat sich das eigentlich so im Großen und Ganzen dann erledigt gehabt mit der Zeit. Umso älter ich wurde, umso weniger Freunde hatte ich, weil die Das ist erstmal grundsätzlich normal, glaube ich. meisten meiner Freunde waren halt dann coole Leute, mit denen halt ich nichts machen konnte, während ich in der Schule war oder so, weil die sich wiederum mit mir nicht auseinandersetzen wollten. Die waren cool. Was auch immer das bedeutet, aber ja, du warst es auf jeden Fall nicht. Kommt daher dein. Du fandst halt Metal cool. Also, wir wissen ja beide, Rainer, komm, zwischen uns beiden, du wärst gerne, so wie ich. Wissen wir doch. Hat aber nichts mit Coolness zu tun. Das ist, Na, komm, lass mal. Als ich dann, ja gut, da komme ich dann später drauf zurück. Also es hat sich erst gebessert, als ich dann wirklich aus der Schule gekommen bin. Dann habe ich mich sogar mit dem einen oder anderen nach der Schule vertragen. Und mit Leuten, mit denen ich in der Schule gar nicht klargekommen bin, bin ich dann im realen Leben aber besser klargekommen, auch wenn ich mit denen wohl nie befreundet sein werde. Mit denen klargekommen, und dann bin ich nicht mit denen klargekommen, dann bin ich in der Schule, bin ich nicht mit denen klargekommen, und danach bin ich doch mit denen klargekommen, aber mit denen werde ich wohl nie befreundet sein werden. Was ist das anstrengend? Ich bin ja ein sehr frühreifer Mensch gewesen. Ist bis heute noch nicht den Ansatz einer Reife erlangt. Habe schon sehr früh meine ersten Der Maulwurf gewirkt, ja, das kann schon sein. Erfahrungen gemacht. Ich brauche jetzt ja nicht näher darauf eingehen. Und habe mich auch schon sehr früh zu Mädchen hingezogen gefühlt, habe aber aufgrund von meinem, ich sag mal Anführungszeichen, sozialen Status, Nicht nur in Anführungszeichen, aufgrund deines sozialen Status. der ja eigentlich praktisch nicht vorhanden war, weil ich halt von jedem gemieden wurde, Oh. Hat schon viel mit deinem Verhalten zu tun. oder attackiert wurde, hatte ich eigentlich keine Chance bei den Mädchen, die ich mochte. Die wenigen Mädchen, die lieb oder freundlich zu mir waren, die mochten aber keine Beziehung mit mir. Buhu. Und dementsprechend habe ich dann natürlich verkackt. Und die wenigen Mädchen, die an mir Interesse haben, hatten, mit denen war nie mehr als eine Freundschaft drin, weil die auch dann nicht weitergehen wollten oder es einfach von meiner Seite auch nicht gepasst hat. Alles in allem war mein soziales Leben innerhalb der Schule eine echte Katastrophe. Ist es bis heute? Ich weiß auch, wie gesagt, bis heute nicht, wie ich das überlebt habe.
Ich habe mich tatsächlich einmal versucht umzubringen. Ah, jetzt kommt's. Oder Pro, die Messerstory. Komm, hau raus. Oder besser gesagt, ich war ganz kurz davor, es zu versuchen. Ich saß tatsächlich mit einem Messer auf meinem Bett in meinem Kinderzimmer und habe ehrlich überlegt, ramme ich es mir jetzt in den Kopf, ramme ich es mir ins Herz. Wie Kein Mensch rammt sich selber ein Messer in den Kopf. Oder ins Herz. Ja, man ruppt sich stümperhaft falsch die Pulsadern auf vielleicht. Aber es rammt sich doch keiner Messer in den Kopf, um sich selbst umzubringen. Allein, also, das ist doch schon wieder so fernab von jeder Realität. mache ich das, dass ich möglichst schmerzfrei sterbe, ohne irgendwie gerettet werden zu können. Denn das war für mich das Größte. Ja, down the street, not across the road. If you know, you know. Grauen überhaupt, dass ich mich umbringen will, es nicht schaffe und dann am Ende vielleicht noch mit einer Behinderung oder ähnlichem zurückbleiben würde. Oh ja, das wäre höchst dramatisch, wenn du eine Behinderung hättest, Rainer. Das würde dann dein Leben massiv beeinträchtigen. Entschuldigung. Oh Gott. Oh, hier ist mal schöne Zigarette rauchen. Würde, erst recht Probleme hätte und erst recht in meinem Leben nicht zurechtkommen würde mehr. Oder noch schlimmer, ich dann in einer psychiatrischen Behandlung landen würde, wo ich dann dauerhaft in der psychiatrischen Behandlung bin, wo ich dann vielleicht auch noch weggesperrt bin, wo ich Das wäre die beste Option, die dir passieren könnte. dann erst recht keine Liebe mehr erfahre. Der Zug ist. Viele Menschen sagen immer, dass ich so sexbesessen bin. Oder Nee, was heißt Sex besessen, du? Naja, es ist halt, du bist halt seit. Bist ja quasi. So gut wie. Ungeknattert. Das ist halt etwas, wonach du dich halt sehnst. Deswegen denkst du sehr viel darüber nach. Weil das ist schon etwas, was dir in deinem Leben fehlt. Das kann ich schon nachvollziehen. So von deinem Standpunkt her. Das hast du dir auch, also körperlich und auch sozial hast du dir das. Also da wird ja keiner für Geld dran gehen, ne? oder ja, dass ich halt immer zu schnell mich in jemanden verliebe. In späteren Jahren habe ich dann gelernt, warum das so ist. Es kommt tatsächlich ursprünglich aus dieser Zeit, deswegen werde ich es hier mal schon mal kurz ansprechen, was wir in späteren Folgen dann nochmal genauer ansprechen. Kann's kaum erwarten. Ich habe mich irgendwann angefangen, in Menschen zu verlieben, die sich mir gegenüber vernünftig verhalten haben. Warum? Weil diese Menschen Sich dir gegenüber vernünftig verhalten haben. die einzigen in meinem Leben waren, vor allem damals, mittlerweile als Erwachsener sehe ich das ein bisschen anders. Als Jugendlicher war das natürlich ein bisschen romantischer. Ich sollte vielleicht auch mehr sagen, hingezogen als verliebt. Ich fühle mich schnell zu jemandem hingezogen. Liebe ist es nicht immer gleich. Obwohl es Verliebt sein und jemanden lieben ist ja auch etwas anderes. auch vorkommt. Weil ich eben kaum Menschen hatte, denen ich mich anvertrauen konnte. Oder mit denen ich mich verbunden gefühlt habe. Es ist jetzt nicht so, dass mich meine Eltern nicht geliebt hätten. Weder meine Mutter noch mein Vater. Es ist Auch der Zug. auch nicht so, dass meine Mutter mich irgendwie. Also ich wurde nicht geschlagen. Das ist zum Glück was, was ich sagen muss. Ich wurde weder geschlagen noch Hätte vielleicht mal ganz gut getan. irgendwie anderweitig misshandelt. Wenn man jetzt mal den sozialen Stand, dass ich in diesen Hort musste. Das war eine Misshandlung. Wirklich. Weil ich das Gefühl hatte damals eben, dass meine Eltern mich nicht wollten, wenn man das als psychische Misshandlung betrachten möchte. Und vielleicht, abgesehen davon, wurde ich aber halt vernünftig behandelt. Ja, was die Genfer Konvention wohl dazu sagt, ja. Ne? Ab in Hort und erstmal Stromkabel an die Klöten. Ich durfte was essen, ich durfte was trinken. Ich wurde eigentlich prinzipiell in meinem Leben selten bis nie bestraft, weil ich eigentlich keine Disse, jetzt wissen wir doch, was dir fehlt. Da haben wir doch. Scheiße gebaut habe. Oder wenn ich Scheiße gebaut habe, habe ich das so geschickt angestellt, dass man mich eigentlich nicht entdeckt hat. Oder nicht. Genau,
bist einfach aus der Schule raus, bist den Berg zum Haus hochgelaufen, wo die gegrillt haben, die haben dich gar nicht entdeckt. Erwischt hat dabei. Wie gesagt, das Ganze hat sich über Jahre hinweg so entwickelt und ist über Jahre hinweg so gelaufen. Das wird sich, denke ich, auch, wie gesagt, nicht mehr ändern, weil viele dieser Sachen, viele dieser Dinge, die da gemacht sind, die da passiert sind, die werde ich wohl mein Leben lang nicht vergessen. Und die haben mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Und Echt? Sachen, die dich geprägt haben, über dein Heranwachsen, haben dich zu dem Menschen gemacht, der du bist. Ja, da bist du aber alleine mit, ne? Das geht uns allen ja ganz anders. Dieses Geschwafel. deswegen ist es zwar damals schrecklich gewesen, aber wenn ich heute so zurückblicke, ist es für mich eigentlich gar nicht mal so schlimm. Haben wir jetzt 3 Folgen lang dein Geheule darüber angehört, wie schlimm damals alles war. Und das war Folter und Misshandlung. Aber jetzt so in der Retrospektive war es gar nicht so schlimm. Da fällt mir jetzt nichts mehr zu ein, ne? Ich sehe da ehrlich gesagt kein Problem daran, dass ich das alles erlebt habe, weil das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Ja, und der ist ein hervorragender Mensch, Rainer. Du solltest auf jeden Fall so bleiben, wie du bist. Richtig. Wäre es anders gewesen, wäre Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Ich bin. Es wäre ganz gut, wenn du nicht der Mensch wärst, der du heute bist, aber. Bin der Meinung, dass ich trotz all dieser Probleme eigentlich ein Mensch bin, Mitgefühl empfinden kann, Mitgefühl für andere hat. Wenn es nicht um dich geht, ist es dir egal. Ich habe das vor ein paar Tagen schon mal angesprochen. Ich werde das in den nächsten Folgen noch mal öfter ansprechen und auch genauer ins Detail gehen. Ich heule tatsächlich bei manchen Animes und Filmen und Serien. Ich bin da jemand, der sehr emotional ist und sehr emotional reagiert, weil ich eben einfach weiß, wie schrecklich es sein kann. Bla bla bla. Ja, ich heul auch manchmal bei Filmen. Kennt einer von euch John Q? Könnte ich jedes Mal Rotz und Wasser heulen am Ende. Hä? Also, ich möchte es jetzt für keinen spoilern. Wer ihn kennt, der weiß es. Schon ein bisschen älter mit Denzel Washington. Geht es um seinen Sohn, der herzkrank ist und ein Spenderherz braucht. Und ja, ich will gar nicht zu viel wegnehmen. Es ist. Könnte ich jedes Mal heulen am Ende. Es ist sehr emotional bewegend. Finde ich. Wenn man eben von anderen attackiert und angegriffen wird und es deswegen immer wieder zu Problemen kommt. Und deswegen bin ich jemand, ich freue mich und ich. Oh, mal kurz dieses dumme Geblubber wegmachen. Ich habe letztens ein Kindheitstrauma wieder erweckt. Die unendliche Geschichte. Artax und. Wie ist der? Moor der Trauer? Sumpf der Trauer? Moor der Trauer, ne? Ich sag nur, Kindheitstrauma plötzlich wieder aufgebrochen. Meine Herren. Ich bin sehr, sehr glücklich, wenn ich sehr positive Situationen aus Animes nehme. Gerade solche Sachen wie Dragon Ball, One Piece, Ja. Naruto, Ach wo es so komm. Situationen gibt, wo Ach, Menschen mein Kopf zu. erst Feinde waren, wie zum Beispiel bei Dragon Ball, wäre ja Piccolo und Son Goku waren ja ursprünglich Feinde und dann wurden sie eben später tatsächlich Freunde und zwar wirklich so gute Freunde, dass sogar Piccolo ja den Sohn von Son Goku, wenn auch anfangs eher durch den Zufall als durch Absicht trainiert hat. Es ist so eine Scheiße, kann der sich merken, ne? Da ist der Teflon weg. So eine Grütze. Das kann der morgen nachts um 3 abspulen. Dann kannst du wecken und sagst hier, Piccolo und Goku, hä? In welchem, ne, wie ist er da gelaufen? Da kann der die abspulen, da kann der die referieren. Aber mal irgendwas Lebensnahes oder so, ne? Da bleibt nichts hängen. Nichts. Alles weg. Diesen Jungen aber dann so sehr ins Herz geschlossen hat, dass er sogar der Patenonkel seiner Tochter wurde und so weiter. Also wie gesagt, Er wurde der Patenonkel seiner Tochter. Mein Stammbaum ist ein Kreis. Na, ich weiß schon, wie er es gemeint hat. das sind so Situationen, da geht mir das Herz auf. Ist das jung? Da fühle ich in meinem Innersten ein Leuchten, Boah, ey, ja. Ach Gott. ein Glühen, ein Brennen, was mir zeigt, das ist das, was das Leben ausmacht. Oh, ist das schwer zu ertragen. Die ganzen Rückschläge, die du in deinem Leben hast, diese ganzen Probleme, die du in deinem Leben hast, die sind es wert,
Wenn auch nicht heute, wenn auch nicht morgen, wenn auch nicht die nächsten 30 Jahre, aber irgendwann findest du den Funken, der dich das vergessen lässt, was du in der Vergangenheit erlebt hast und Ey, was eine hohle Scheiße, wirklich. Ich kann mir das nicht geben. dich in die Zukunft schauen lässt. Und auf die Art und Weise versuche ich mein Leben zu führen. Na gut, ich möchte mich an dieser Stelle jetzt mal verabschieden. Boah, nee. Ich muss das Video noch bearbeiten. Ich bin jetzt bei 47, Es ist kein Video. 37 Minuten gerade. Wenn ich fertig bin, werde ich wahrscheinlich nicht ganz so weit sein. Mal gucken. Vielleicht auch weiter, wenn ich noch was hinzufüge. Gut, ich danke euch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Drache, haut rein. Und denkt daran, wenn ihr abonniert, bekommt ihr auch die Outtakes von heute. Will kein Mensch haben. Und es kommen demnächst auch mal größere Videos, die nur für die Abonnenten verfügbar sind. Bis dahin. Metal. Sayonara, Matane. So, oh, Butterfly ist aber auch wieder hart, eben. Okay, wir halten fest. 3 Folgen lang, oh, mein ganzes Leben war so schlimm, alle haben mich geärgert, alle waren so scheiße zu mir, ich wurde misshandelt und gefoltert. Aber in der Retrospektive war das eigentlich gar nicht so schlimm, weil das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich bin. Können wir festhalten. Richtig. Oh, ich mein's mal ein Päuschen, ne? Vielleicht mache ich nachher noch eine Folge. Mal gucken. Vielleicht heute Abend erst wieder. Jetzt habt ihr doch erstmal was zum Gucken. Ich muss gleich auf Malochne und ja.